Hey, hallo meine Lieben aus dem Gärtchen, Mittag oder kurz vor Mittag, Dienstag. Ja, das hat seine Gründe, dass ich heute daheim bin, heute und morgen frei, wichtige Termine. Und ich habe beschlossen, drehen wir die Cam. Heute definitiv die Dinger hier rein zu bringen und die Blumenzwiebeln. Tja, und da hatte ich ja schon angefangen, einmal rum. Hier bin ich ja beschränkt, weil das sind ja feste Elemente auf die Länge, beziehungsweise dann um die Kurve rum. Und ich hatte ja von der Seite angefangen und habe festgestellt, dass die sich dann ja eigentlich, dass man von der Seite anfängt, dass man sie reinstecken kann. Da fange ich heute an, um dann hier die Länge festzulegen, beziehungsweise hier die Breite, wo ich dann rüberkomme. Wie soll ich es jetzt sagen? Also ich fange jetzt da drüben an, einmal rum und nun, hier höre ich dann irgendwann einmal auf. Stecken wir hier mal die komplette Palette zusammen, dass ich die genaue Länge habe, um dann hier den Abstand zu der Wand zu haben. Und dann sollte es eigentlich gehen. Erde, wo hier jetzt fehlt, habe ich hier ja noch ein bisschen Häufchen. Dann mische ich ja noch und zur Not nehme ich hier das vordere Zeug wieder weg. Also das Blumenzeug wird heute hoffentlich definitiv fertig. Ich habe mir auch schon Werkzeug hergerichtet. Ein schnelles Grabwerkzeug. Ich ziehe mir meinen Hammer einfach mit dem Graben. Zack, zack, zack. Meine Handschuhe, dass ich gerade bleibe. Einfach Schnur da festgebunden und lange Schnur gezogen. Ja, so sieht's aus. Ich fange jetzt einfach mal an und hoffe, dass ich da hinten dann auf die halbwegs richtige Höhe komme. Ja, und zeig's euch dann einfach mal zwischendurch wieder. So machen wir das jetzt. Ja, ich habe heute doppelt und dreifach Klamotten an. Einfach, dass ich hier nicht zum Eisklotz werde. Wir haben hier 1, 2, 3 Grad! Hilfe! Ja. Dass er mir das auch glaubt. Also nicht gerade warm, aber in zwei Höschen und ja, Jäckchen, Pulli etc. pp. Müsste ausreichen. Die Cam lasse ich jetzt herin liegen dabei. Ich fange jetzt da hinten einfach mal an. Da sind meine Kartons. Und die Wandabstand nehme ich einfach so ein Teil. Ja, und ich lege einfach mal los. Genau. So Leute, naja, so ganz hundertprozentig gerade und senkrecht wird der Zaun ja, trotz der Schnur jetzt nicht, aber ich denke, das ist in Ordnung. Für mich auf alle Fälle. Hinten wird dann eben bloß noch mit Erde aufgefüllt, dass die Blumenzwiebeln reinkommen. Wie gesagt, das mache ich jetzt noch hier vor. Die meisten übrigens konnte ich, oder ein paar konnte ich so reinstecken. Bei den anderen tue ich halt immer beim Spieß mit dem Hammer schnell Loch buddeln. Ja, jetzt einmal irgendwo bis hierher und dann hier mal auslegen, dass ich hier den Abstand weiß. Mhm. Es wird. Draußen bin ich schon an der Ecke da, genau an der Ecke, jawohl. Ist gut vorangegangen, nachdem ich nach der letzten Szene, wo ich gesagt habe, oh, die gehen teilweise so schön rein, sind sie gar nicht mehr so schön reingegangen. Nur noch jeder Dritte. Gut, aber jetzt bin ich an der Ecke, jetzt muss ich um Kurve rum. Den habe ich schon eingeschnitten, muss ich jetzt anwärmen, weil eins habe ich draußen schon kaputt gerissen. Aber keine Sorge, ich habe genügend von den Teilen. Ja, Feuerzeug drunter halten, anwärmen, biegen, warten, bis er ein bisschen wieder erkaltet ist und dann kann ich es draußen hinstecken. Sobald ich einmal um die Kurve rum bin und den ersten hier nach hinten, nach vorne, naja, gesteckt habe, hole ich euch mal wieder kurz dazu und zeige es euch. Das krumme, bucklige Teil.
Aber wenn ich schon herin bin, also ich habe immer noch nichts gebogen, hau ich mal noch schnell an Latte rein. An Latte Macchiato. Weil eine Kaffeepause muss ja auch sein. Jawohl. So Leute, hier ums Eck habe ich so eine merkwürdige Biegung machen müssen. Das ist ums Verrecken nicht ausgegangen, so wie ich das gern gehabt hätte. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Ja, hier die Breite ist ein bisschen schmaler. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt, wenn ich vorne angekommen bin, ziemlich genau auf die Kante treffe. Habe ich vorher alle zusammengesteckt gehabt und hier mal ausgelegt gehabt. Es sollte eigentlich halbwegs rausgehen. Ja, und dann noch eben hier vorne ums Eck rum. Und dann habe ich das. Boah, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich für den Bereich hier, also für den Streifen, vielleicht doch noch Blumenerde hole. Weil es sollen ja bloß Blümchen angepflanzt werden. Ja, so 2-3 Sackel. 4 Sackel müssten ausreichen. Naja, jetzt schauen wir mal. Oh, und noch Tulpen. Ich habe nämlich immer noch keine Tulpen. Und Tulpen müssen da unbedingt noch mit rein. Mhm. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also das wird heute auf alle Fälle so weit, dass ich die ersten Dinger da reinpflanzen kann. Zwiebeln. Was eklig ist, dass an der Schuhe alles so kleben bleibt. Naja, auf alle Fälle mache ich jetzt weiter und bin hoffentlich bald fertig. Hoppala Leute, sage ich ja mal. Ihr habt gelogen. Hier sind ja doch Tulpen dabei. Geil, 7 Stück anscheinend. Immerhin ein paar Tulpen. Ich habe soweit fertig. So, hier hat es leider auch nicht ganz ausgegangen. Aber auf die Länge. Ist nicht unbedingt schön, aber selten. Und ich laufe täglich oder fast täglich daran vorbei. Ich muss zurechtkommen. Und mein Spatzel, was übrigens daheim ist und lecker Essen macht. So sieht es jetzt aus. Also ich bin ja eigentlich jetzt ganz zufrieden. Und jetzt überlege ich mir wirklich, ob ich nicht noch Gartenerde hole. Und das ein bisschen mehr auffülle. Die Blumenzwiebeln reinlege und dann einfach Gartenerde drüber hau. Das bin ich jetzt noch am Überlegen. Haha, hurra! Also ich glaub, das habe ich vorher schon gezeigt, gell? Dass ich fertig bin. Genau, da habe ich auch gesagt, dass es nicht schön, aber selten ist. Ich habe mich jetzt entschlossen. Ich werde wirklich gucken, dass ich noch Pflanzerde herkriege. Noch ein paar Sackel. So viel brauchen wir da nicht. Vielleicht 3, maximal 4 Säcke. Und dann können wir das hinten raus auffüllen. Richtig schön. Vorne rum, wo die Wiese gesät wird, die Erde natürlich selber da hinten aussieben. Aber hinten rum für die Pflanzen, für die Blümchen. Naja, gut. Weil dann wäre das ruckzuck die Blumenzwiebeln drin. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, Episode vom Garten, tun wir Blumenzwiebeln pflanzen. So machen wir das jetzt. Genau. Ja, ich habe heute ein bisschen was fertig gekriegt. Ich bin zufrieden mit mir. Hat auch gar nicht so lange gedauert, wie ich anfangs befürchtet habe. Doch, gefällt mir richtig gut jetzt. Wenn das dann noch fertig ist, im Frühjahr hier die Blümchen entlang wachsen, richtig geil.
und die Wand irgendwann einmal noch fertig gestrichen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Unsere Zwiebeln und ich glaube, das waren Zwiebeln, das ist der Knoblauch. Ja, da kommen auch schon einige. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich fahre nach Hause, kläre das mit meinem Engelchen noch genau ab, wie wir das machen, wann wir das machen. Und dann sehen wir uns ganz einfach im nächsten Gartenvideo nochmal. Jo. Entweder bringe ich es draußen noch fertig mit dem Rasenstück hier oder auch nicht. Das, ja, das ist mir jetzt mittlerweile auch schon wurscht. Auf alle Fälle wird es nach und nach Stück für Stück. In dem Sinne, Tschaikowski, Leute, bis zum nächsten Mal. Freundliches Kommentar, Däumchen nach oben, Abo wird uns natürlich freuen. Übliche Schlusssatz.